Frisch gefangene Igel. Wer braucht einen Aderlass? Oh ne, auf Aderlass stehe ich jetzt nicht so, das brauche ich nicht, danke. Für das Angebot. Bin nicht ertrunken, das ist gut, das freut mich zu lesen. Wäre auch gruselig, wenn du dann schreiben könntest. Tja. Das Problem ist, dass du dich mir in den Weg stellst. Dein Geist wäre in meinem Stream immer willkommen. Was machst du hier? Ich wollte gerade sagen, du bist schon eingezogen. Sag mir jetzt nicht, dass du das schaffst. Das ist unglaublich, ja. Der nächste Aussichtspunkt. Jetzt landet eine Codex-Seite unter mir. Die können wir eigentlich. Lass mich raten, hier komme ich nicht hin, weil hier diese komische Grenze ist, ey. Die nervt mich richtig, jetzt schon. Also machen wir eben die Codex-Seite. Die ist ja sowieso gerade hier. Und so viel werden wir leider hier offensichtlich sowieso nicht machen können. Und wir müssen auch gleich ganz dringend mal wieder in unsere City zurück. Dann passt das schon. Jetzt stirbst du! Das ist schön, dass du das noch zu deinem Kollegen gesagt hast. Ich will dich auch gar nicht kriegen. Ich möchte erstmal eine Schatzkarte kaufen von San Polo, weil das ist nämlich der Stadtteil, in dem ich jetzt hier rumlaufen kann. Und dann möchte ich bitte noch einige Gemälde kaufen, ja. Den möchte ich auf jeden Fall kaufen, weil es ist natürlich ein unglaublich schönes Bild. Die Anbetung der... Klar, kaufe ich auch. Hab ja nichts Besseres zu tun mit meinem Geld. Der heilige Sebastian findet auch Einzug in meinem Inventar. Boah. Ja, kaufe ich auch. Für 6.000? Mann, die Preise sind aber auch hier ein bisschen, ne? Weil das kann man immer nur so ortsgebunden kaufen, leider. Das sind viele Schätze. Sagen, wir machen das so wie immer. Direkt in einem Wisch mit. Der ist irre. Nein, bin ich nicht. Bin Möppi.
Ja, das stimmt. Davor der Ort, das war irgendwie, der war irgendwie komisch. Das war eine sehr, sehr bedrückende Stimmung in dem. Das stimmt schon, da gebe ich dir recht. Ich muss aber leider in den Lörg, weil ich morgen um, ja, ich muss morgen auch früh raus. Gute Besserung dir noch mehr. Oh, gute Nacht dir. Danke für die ganze Zeit in meinem Stream. Gute Nacht. Beziehungsweise viel Spaß im Lörg. So, wir machen aber natürlich noch ein bisschen. Auch wenn ich auch früh raus muss, wenn ich keinen Bock auf. Aber morgen ist bei mir irgendwie nicht so wichtig, deswegen ist es egal. Interessierten Parteien sollen sich bitte bewerben, dass Signore Carpaccio nicht mehr verfügbar ist. Tausend und dann nur eine Wache? Das ist mutig. Aber naja, gut, okay, in dem Fall halt zu mutig, ne? Wie gehen wir denn jetzt am geschicktesten? Zurück, ne? Mit was für eine Waffe kämpfe ich eigentlich heute? Ja, offensichtlich fand ich das Spiel nicht so gut. Aber ja, ich mag Venedig auch. Das ist sehr schön. So muss es also natürlich. Obwohl ich bin sowieso schon ein komischer Student, also weil ich noch vor Regelstudienzeit bin, dementsprechend ist das sowieso bei mir ein bisschen komisch. Ich kann ruhig auch mal müde in der Uni sein. Was studierst du eigentlich? Ich studiere Mathematik und Biologie auf Gymnasial Lernt. Nur den Schatz haben. Es geht um den Schatz, der hier ist. Alles gut. Okay, das passiert ja sowas in die Richtung von Mathe, Physik gerade. Ja, das, ja. Das ist auch, ja, ich glaube, je besser man mich kennt, desto offensichtlicher ist es eigentlich. Seele genommen. Und auch noch hier. Ah, ja, Mimi. Sollte jemand was wissen, sofort vortreten. Ich hasse den letzten Trottel. Das ist so verhehlt. Den letzten Trottel. Was geschehen? Donato, ich habe ihn aus den Augen verloren. Bist du echt so blöd und springst jetzt auch runter? Lass mich in Ruhe. Noch jemand? Mein Gott, ey. Ich bin schon weg. Beachtet dich gar nicht.
Nicht hier? Doch, unten? Nee. Hier. Jetzt willst du mich wieder veräppeln hier, ne? Jetzt geht das wieder los. Ja, schieß doch. Was willst du hier? Hat ja dann doch nicht geschossen. Ich hab's ihm ausdrücklich erlaubt. Hä? Wo ist jetzt der Schatz? Ey, ich bin kein Kasper. Ja, ich bin zu weit oben. Das stimmt! So weit runter wollte ich jetzt auch nicht. So halb runter hätte gereicht. Also die auf dem Dach interessiert das irgendwie mehr, wenn ich irgendwo hochkletter. Die meckern immer mit mir, aber die auf dem Boden nie. Ja, was ist da? Okay, nichts ist da. Das akzeptiere ich. Damit komme ich klar. Sofort runter hier. Da ist der. So. Okay. Kannst nicht da hoch, okay. Jetzt habe ich Lust auf Urlaub. Urlaub habe ich auch mal Bock drauf. Nimmst du dich mit? Nicht so. Fahren weg, aber nicht ins Auge. Wo fährst du denn hin? Wo geht's hin? War ich auch schon mal im Leben. Wohl besser als kein Urlaub. Was? Ich kann mich nicht bewegen. Thank you.
Okay, das habe ich jetzt blöd übersehen. Eben, das stimmt schon. Nee, habe ich nicht. Wo geht's denn jetzt hier hoch, Alter? Hä? Hier war ich doch schon. Ich bin im Kreis geklettert. Toll. Oh, was macht denn das Spiel hier? Kommst du da jetzt wieder nicht hoch aus irgendwelchen Gründen? Was sind für Fallpillen hier, oder? Überall kommst du hoch, nur nicht da, wo ich hoch will. Muss ja aber da hochgehen, weil hier geht's ja auch nicht hoch. Das war knapp. Nee, durchs Wasser möchte ich jetzt nicht unbedingt hoch. Ich muss ja irgendwie auf den Turm hoch. Das Ding wäre ja nicht das Problem. Ich komme auf den Turm aber nicht hoch. Ja, natürlich. Das war der Trick dabei. Ich wusste, dass ich das überlebe. Ich müsste halt irgendwie da dran kommen, aber da komme ich halt nicht dran. Weil von unten kommt er nicht hoch genug und von hier. Ist halt auch zu dämlich. Alles danach ist klar. Ich habe jetzt keine Lust zu rätseln. Wo war jetzt das Ding mit den Tauben, dass ich hier runterkomme wieder? Ich möchte niemanden anheuern, das mache ich alles selber. Vergib mir, Herr. Es tut mir leid. Ich gehe. Okay, ich vergebe dir. Hol eine im Sumpf abgeschlossen.
immer, sag ich mir einen Gaukler. Warum bin ich jetzt schon wieder hier oben? Das ist echt unglaublich. Ach, da ist der Schatz, okay. Okay, weiter geht's. Dann gehen wir in diesen Teil hier von Venedig erstmal rein. Auch wenn mich das schon ein bisschen sehr triggert, dass ich da jetzt nicht hochkomme. Aber ich habe, wie gesagt, jetzt auch nicht Lust, das auch noch auszuprobieren. Das muss jetzt erstmal so reichen. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Fortschritt hier. Die lagen da schon, als ich kam. Ehrlich. Die waren schon am Schlafen. Hi, ich bin da. Wen soll ich holen? Ja. Ich liebe solche Momente. Das stimmt allerdings. Sie tun immer alle so, als wenn das alles so normal wäre. Ich finde das manchmal auch gut, wenn du... Wenn du Leute einfach so, ja, da kommt halt jemand, ja, der wird halt durch ein schlimmes Schwert durchbohrt, aber alle, pf, ja, ist normal, pf, ist halt so. Ist doch normal, ich weiß gar nicht, nein, du sollst nach oben gehen. Ja, ich bin ja auf dem Weg nach unten. Bin unten angekommen. Nicht elegant, aber selten. Ekelerregend. Wo ist die Wache? Die liegt doch da. Das sind immer so dämliche Fragen, die die stellen. Siehst du doch, wo die Wache ist. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Normaler Tag in Venedig. Dabei ist Venedig eigentlich schon eine echt richtig schöne Stadt. Was machst du da? Ich glaube, ja, du wirst das bereuen, aber naja, okay, gut, dann bereue ich das halt auch. Sind wir ja schon zwei. Und dann ist die Truhe nicht mal hier oben. Wie deprimierend ist das denn? Aber ich muss für die auf der anderen Seite runter, oder? Viel zum Thema auf der anderen Seite runter.
Aber an sich war mein Gedankengang richtig. Ach so, okay. Ja, das wäre sinnvoll, ja. Das könnte sein, da könntest du recht haben. Nicht gut. Hier stapeln sich schon die Leichen. Nicht sie weg. Also diesmal habe ich wirklich nichts gemacht. Ich würde behaupten, ich mache schon viel, aber jetzt habe ich wirklich nichts gemacht. Es haben alle überlebt, die Begegnung. Ich muss auch gleich ganz dringend... Was ist denn jetzt los? Ach, Steam hat wieder was geöffnet. Ich muss auch gleich ganz dringend zurück in meine Villa Finanzen abholen. Hier, meinen Finanzcheck machen hier wieder. Das kam da auch gerade wieder.